The Leaden Keys conspiracy is clear now. They have used Enguithan technology to engineer Wildwind's legacy, and they want people to blame Animancy for it. As we speak, the Duke is holding hearings in the palace. He is listening to arguments for and against Animancy. When they finish, he is expected to decide whether to outlaw it. It seems the Leaden Key has been pushing Deerwood down this path for some time. Die Verschwörung des blendenden Schlüssels ist nun eindeutig. Sie haben irgendwie tadische Technologie genutzt, um Wildwinds Vermächtnis auszulösen. Und sie wollen, dass man der Besinnung die Schuld daran gibt. Just in diesem Moment hält der Duke im Palast Anhörungen ab. Er lässt die Befürworter und die Gegner der Besinnung zu Wort kommen. Anschließend würde er entscheiden, ob die Besinnung unter Strafe gestellt wird. Es scheint, als habe der blendende Schlüssel den Dirwald schon seit einiger Zeit in diese Richtung gedrängt. I, for one, would enjoy seeing their little scheme fouled up at the last moment. Our Duke must hear what you have to say. Unfortunately, the hearings are closed to the public, which makes the Duke inaccessible until they are completed. Ich würde nur so gerne sehen, wie Ihr kleiner, gemeiner Plan im letzten Moment vereitelt wird. Unser Duke muss hören, was du zu sagen hast. Leider sind die Anhörungen nicht öffentlich. Bis sie beendet sind, ist der Duke unerreichbar. However, certain groups have been invited to attend. You might get in with one of them, if you aren't above a little pandering. There are delegations from the Knights of the Crucible, the Dozens, and from House Dominel. If you can gain the support of one of those groups, that may be your best way in. See what you can arrange. Allerdings wurden bestimmte Gruppen zu den Anhörungen eingeladen. Vielleicht gelangst du mit einer von ihnen hinein, wenn du sie umgarnst. Es gibt Delegation der Spätsiegelritter der Dutzenden und des Hauses Dominel. Wenn du dir die Unterstützung einer dieser Gruppen sichern kannst, gelangst du vielleicht hinein. Viel Glück. Ich will über die Besinnungsangehörigen im Palast sprechen. Was ist mit ihnen? Würden sie denn nicht einen Gast der Dünnrutschstraße... Dunrit-Straße in die Anhörung lassen? We would only do that as a last resort. Walking in with one of the three invited groups puts you in a position of influence. Walking in alone as a representative of Dunreed Row would earn you distrust among all the rest. It seems our organization has a reputation for nosiness and manipulation for whatever reason. Das würden wir nur als letzten Ausweg tun. Wenn du mit einer der drei eingeladenen Gruppen erscheinst, hast du einen gewissen Einfluss. Spazierst du alleine als Vertreter der Dunrütstraße hinein, würden dir alle anderen augenblicklich misstrauen. Unsere Organisation hat aus unerklärlichen Gründen den Ruf, neugierig und manipulativ zu sein. Sie blickt zur Seite. It would be best if people did not see Dunreed Rose hand in this. Easier for them to embrace the truth. Es wäre am besten, wenn niemand von der Beteiligung der Dunrit-Straße wüsste. Da fiel es ihnen leichter, die Wahrheit anzunehmen. Was gibt es über den Duke zu wissen? Avar is many things to many people, and that is why he sits the throne. To the frontiersmen, he is one of their own. To the patriotic, he is a sole descendant of Admeth Hadrit. To the nobility, he is from an old and established family. All of these are half-truths or exaggerations, a tale he has spun around himself. Jeder sieht in Avar etwas anderes, deswegen sitzt er auf dem Thron. Für die Grenzbewohner ist er einer von ihnen, für die Patrioten ist er ein Sehnachfahre von Admeth Hadrith. Und für die Adligen stammt er aus einer alten und ehrwürdigen Familie. All das sind Halbwahrheiten und Übertreibungen, Märchen, die er selbst in die Welt gesetzt hat. The man behind the tale may not be the greatest mind in Deerwood, but he knows people. He knows when they are sincere and when they lie. He knows when they are strong and when they are weak. The other matters he leaves to me. Outwardly, he prefers to come off a bit of a simpleton. Don't be fooled. Before he was a duke, he was a trapper, and an excellent one at that. Der Mann hinter den Märchen ist vielleicht nicht der schärfste Verstand im Dürrwald, aber besitzt Menschenkenntnis. Er weiß, wenn jemand ehrlich ist und wenn jemand lügt. Er weiß, wenn jemand stark ist und wenn jemand schwach ist. Die anderen Angelegenheiten überlässt er mir.
Nach außen gibt er gerne vor, ein wenig einfältig zu sein. Lass dich nicht täuschen. Bevor er Duck wurde, war er Fallenstelle, und zwar ein ganz hervorragender. Sprechen wir über was anderes. Sie blickt dich erwartungsvoll What of an. them? Okay, das ist nichts Neues. Können wir doch was Yes. anderes fragen? Nein, leb wohl. Okay, ich wollte ins Questlog. Einsiedler von Haus Hadret. Ich berichtete Lady Web über das Werk des Bleiernen Schlüssels in Erkügel. Ich informierte sie darüber, was ich aus der Seele des toten Mitglieds des Bleiernen Schlüssels in Kliaban Relax sammeln konnte. Um an den Anhörungen zur Beseelung in der Herrenhalle teilzunehmen, muss ich von einer der Hauptfraktionen, die bei der Anhörung anwesend sind, gefördert werden. Die Schmelzziegelritter Haus Dommel oder die Dutzenden. Die Schmelzziegelritter besitzen eine Burg in Urfeuer, Haus Dimmel hat ein Gut in Farnheim, die Dutzenden lagen außerhalb der Expeditionshalle in Kupferweg. Ja. Ich habe da so Pläne, was ich genau machen werde. Also jetzt geht es nach Ondras Geschenk. Geht's hier sich sogar nach Odras Geschenk? Ja. Lass noch mal gucken, wo ist der? Okay, Olli finden wir im Bordell. Also im salzigen Napf. Erbhügel ist wiederhergestellt. Die Stadtwache meldet, dass die heulende Katastrophe auf dem Turm geendet hat. Der Wiederaufbau hat begonnen. Stalwart sendet einen Hilferuf. Sie wurden von Hunger angegriffen und fürchten, sie könnten jederzeit gebrandschatzt werden. Wer hat Interesse? Einzigartige Gelegenheit. Die Expeditionshalle von Admets Lager bietet für fähige Männer und Frauen, die ihr Können unter Beweis gestellt haben. Eine Auswahl von profitablen Antworten. Abenteuern. Wer Interesse hat, möge sich bei Wellern in der Expeditionshalle melden. Ja, selbst in Ongras Geschenk brennen die Markan-Statuen jetzt wieder. Sieht es eigentlich aus? Noch zwei Runden, okay. Und noch 16 Stunden, da ist Paligina wieder zurück. Gut. So, wo finde ich hier Olli? Chefkoch und Bordellwächterin, die brauche ich alle nicht. Also wahrscheinlich oben. Nein, hier ist Olli, okay. Der Mann sitzt allein an einem Tisch, aber er starrt die Sitzbank ihm gegenüber ständig so an, als würde er auf jemanden warten. Er stinkt nach Alkohol und bewegt sich mit der Tätigkeit eines Mannes, der daran gewöhnt ist, meistens betrunken zu sein. Dieser Tisch ist besetzt, sucht er einen anderen. Er breitet seinen Ellbogen über das Holz aus und zieht sein Getränk zu sich heran. Ich habe Fragen über Lendri. Sein Gesicht verzerrt sich zu einem verwirrten, unmutigen Ausdruck. Was geht dich das an?
Mir wurde gesagt, du seist die letzte Person, die Lenry gesehen hat. Und er am Kragen parken. Sieh zu, dass du schnell wieder nüchtern wirst. Ich brauche Antworten. Lenry war dein Freund. Du könntest mir wenigstens ein paar Fragen beantworten. Eues Getränk austrinken. Ich bin deine neue Saufkumpanin. Ich habe Fragen an dich. Irgendwie möchte ich das ja nehmen. Es klingt so ein bisschen leidenschaftlich, aber... Machen wir das einfach mal. Er stand nicht beim Lüfter an. Na, dann frag schon. Los. Also, was wolltest du noch mal über Lenry wissen? Erzähl mir von Lenry. Er war meistens hier und hat mit mir getrunken. Sagt er ihm doch genug, oder? Er nimmt einen Schluck seines verborgenen Getränkes und zuckt mit den Achseln. Er rückt nicht freiwillig mit Einzelnen heraus und ich habe ihn nicht gefragt. Lenry hatte aber die Hände und den Durst eines Arbeiters. Wann und wo hast du ihn das letzte Mal gesehen? Genau hier. Hat zusammen mit mir getrunken. Er klatscht auf einen Teil der Sitzbank. So wie wir es während der letzten 5 Jahre jede Nacht getan haben. Ich kann dir eigentlich nicht viel über ihn sagen und ich glaube, das war ihm auch lieber so. Er guckt finster auf die Holzmaserung des Tisches. Wahrscheinlich haben wir uns deshalb auch so gut verstanden. Gab viele Dinge, über die wir nicht redeten. Wie auch immer, ich erinnere mich noch an diese Nacht, weil er da sagte, dass sich die Dinge endlich zum Guten wenden würden. Er war dabei, sich eine geregelte Arbeit zu suchen, sich auf Vordermann zu bringen und nochmal mit dem ehrbaren Leben zu versuchen. Ich sagte ihm, wenn das so wäre, dann würde er auch einen ausgeben. Er fährt mit dem Finger den Kuhkant entlang. Und dann genau tauchte sie auf. Wer ist diese Frau, über die du da sprichst? Ein grinsendes Lächeln erstreckt sich über sein Gesicht. Eine wirklich noble Dame. Lumdala heißt sie. Er klopft sich auf den Kopf. Heutzutage kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Sie aber habe ich nicht vergessen. Normalerweise muss man ein Monatsgehalt übrig haben, wenn man Zeit mit einer solchen Frau verbringen will. Lumdala aber erschüttelt den Kopf. In dieser Nacht stürzte sie förmlich auf Lenry. Sie ist auch mit ihm durchgebrannt. Wo sind Lenry und Lumdala hingegangen? Er gibt ein grobes Lachen, rasselt in seiner Kehle. Sie sagte, sie würde sich irgendeine aufgeputzte Vorstellung ansehen. Wenn du mich fragst, dann hätten sie in dieser Nacht ganz andere Pläne. Er machte grinsend eine obszöne Geste. Sie sagte nur, dass sie zuerst etwas in ihrem Haus in Kupferweg abholen müsste. Einem schlucklichen Plätzchen beim Nordtor. Er hebt einen Becher. Selbst ein Suffkopf wie ich weiß, was das bedeutet. Weiß nicht, ob das wichtig ist, aber sie sagte, sie würde ihr Geld drüben im Amphitheater in Kupferweg verdienen. Doch würde sie sich auch ihre Vorstellung ansehen, sagte sie. Vielleicht hat sie dort jemand erkannt. Mehr muss ich zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Olli nickt. Gut, lass mich wissen, wenn du ihn gefunden hast. In Ordnung. Soll dieser Bastard nämlich ein schönes Leben gefunden haben, schuldet er mir eine Runde. Okay. Auch gut. Ach, der Ausgang ist hier drüben. Okay, jetzt gehen wir Geister töten. Aber ja, alle drei deuten aufs Amphitheater und dann auf Lumdala hin. Oder wie sie jetzt gerade nochmal heißt, ich habe ihren Namen schon vergessen. Tülülü. Die Beweise führen uns zu einer Frau namens Lumdala, ja, war sie. Und einer Theatergruppe namens Sternenfest. Im Kupfer gibt es ein Amphitheater. Vielleicht finde ich sie dort. Mhm. So, jetzt aber erstmal hier rüber. Badgies töten und so. 15 Stunden hier, immer noch zwei Runden hier. So, jetzt sind sie auf jeden Fall schneller. So, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben, wo die Banshee wartet. Sollten wir aber ein bisschen besser gegen sie gerüstet sein. Und vor allem müssen wir uns nicht mehr durch die unteren Stockwerke durchprügeln.
Genau, da ist Lilith. I'm here. Ein kreischendes Schluchzen durchdringt dein Gehirn, lässt die staubigen Spaten des Leuchtturms erzittern. Er stammt von der geisterhaften Gestalt einer Frau, die in der Mitte des Raumes schwebt. Mit jedem Beben ihrer Schultern schließt sie einen weiteren magerschüttelnden Schrei aus.